Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Nier Automata. Und ja, wir sind in der Godbox unterwegs. Die zweite Ebene haben wir geschafft, die war ziemlich nervig. Und die erste war ganz okay. Aber wir packen es ganz gut, müssen nicht allzu viel hacken, es geht. Aber das passt schon. Blitzende sein. Ja, bisher geht das hier eigentlich. Sehr angenehme Gegner bisher. Ja, also die da zu erwischen da oben, das ist ziemlich schwierig. Deswegen, die werde ich hacken müssen alle. Geht zum Glück relativ schnell. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass es anders wäre, weil ich hack nicht ganz so gerne. Aber teilweise geht es einfach nicht anders. Der ist schon wieder. Gut, bei dem ist es jetzt eher Bequemlichkeit. Ach, da ist noch einer. Das war ja easy. Ja, das war auch eine ziemlich einfache Ebene, muss ich sagen. Ich dachte, das Spiel fordert mich noch mal ein bisschen heraus hier in der Godbox. Wobei, ehrlich gesagt, fühle ich mich von dem Spiel schon herausgefordert auf meinem Schwierigkeitsgrad. Ich will gar nicht wissen, wie die anderen sind. Die müssen einfach nur pervers sein. Model 210. Operator? So this operator model is... Affirmative. Operator 210. Volunteer to undergo Type B equipment transition to... Gut, mal sehen, wie viel Schaden wir damit anrichten können. Set to front lines as unit 210. Nicht viel. Recorded as missing in action 4 hours later. Aber damit können wir ein bisschen die Geschwindigkeit anpassen. Ach, zu weit weg. Scheiße. Da hinten bringt's mir nichts.
Ja, da müssen wir ja hacken. Anders kommen wir da ja gar nicht ran. Mal gespannt, wie stark die ist. Der Schutzwall war schon mal eine echt interessante Mechanik, aber... sein Operator gewesen. Hat das Gefühl, dass die Maschinen das absichtlich machen, um uns irgendwie oder ihn zu triggern oder so. Ich weiß es nicht. Na, sie ist so schwach. Ich meine, nicht so stark, meine ich. So, dann finishen wir sie mal mit dem letzten Hack hier. B told me. She told me she wanted you to become a good person. You? Don't you dare talk to me about 2B! Oh, da haben wir ja jetzt richtig schon was dazu. Analysis. Your high unit 9S is still alive. Query. Why would unit A2 be concerned with the status of unit 9S after turning on your high? Shut up! Okay, das ist echt ein komischer Dude. Ah!
Sag mal. Androids, do you think you've killed? You think begging for your lives will help? You think that's going to make me forget everything? Ich kann diesen Modus nicht abbrechen, leider. Der war zwar gut, um den zu downen, aber beziehungsweise runterzubringen, aber ne, am Ende ist es nicht mehr so schön. Bam. Okay. Ah, hier. Hier gibt es so eine Übertragung zwischen Port 42 und 153. Es wurde ein Fehler im Übertragungsnetzwerk zwischen Port 42 und 153 festgestellt. Hypothese, der gesamte Fehler wird von fragmentierten Daten aus dem Zerfall der Übertragungsumgebung verursacht. Das kann sein. Das kann aber auch anders sein. Mitteilung unklar, Erläuterung erbeten. Nach wiederholtem Datenaustausch zwischen mehreren Ports ist ein unerwartetes Phänomen aufgetreten. Wir Pods haben ein ungewöhnliches Schutzbedürfnis gegenüber den Zielen 2B, A2 und 9S entwickelt. Könnte dies unser Wille sein? Unbekannt, die Definition von Wille ist unklar. Dahinter verbirgt sich die Frage, ob Pods zur Selbstbestimmung in der Lage sind. Selbst wenn dies möglich wäre, dürfen solche Handlungen nicht erfolgen. Die erfolgreiche Auftragserfüllung ist das Einzige, was zählt. Wie es auch sein mag, als taktische Unterstützungseinheiten haben wir die Pflicht, dies zu Ende zu bringen. Pflicht? Ha, du klingst fast wie ein Androide. Dem stimme ich zu, aber genau wie Androiden von Menschen beeinflusst werden, so sind wir an unsere Schöpfer gebunden. Vielleicht. Stirb nicht. Das Konzept des Todes hat für taktische Unterstützungseinheiten keine Bedeutung. Der Ausdruck von Sorge ist jedoch schätzenswert. Ich hoffe gleichwohl, dass du nicht stirbst, Pod 42. Ja. Wie süß. Memory check complete. Maintenance mode complete. Yorha Unit 9S. Activate. Good morning, 9S. Am I? Analysis. The enemy structural unit collapsed during battle. Unit 9S suffered damage from the fall and was placed in emergency suspend mode. Fall location was deemed too dangerous, thus said unit was transported to current location. All system checks and reactivation complete. Operator. Operator model 210 is deceased. Black box signal not found. Ich will nochmal dieses komische Ding da angucken, diese Röhre. Situation. Ich will wissen, wo die ist. Authentication key acquired. Parkschlüssel. Ah. Nee, es scheint noch weiter weg zu sein. Authentication keys have been acquired. The tower is now open for investigation. Good. Hm.
Ich bin mal wirklich gespannt, ob da noch eine Erklärung kommt, warum sie sich in Zombie-Maschinen verwandelt haben. Und so ein paar Bits and Pieces. Vielleicht ein bisschen was wird auch nicht erklärt, weil ich gewisse Nebenquests nicht gemacht habe. Das kann sehr gut sein. So der Main-Plot wird ja erklärt. Kann ich euch auch versprechen. Also ich hatte am Ende zumindest keine Fragen mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Also keine großen Fragen mehr. Warum das hier unten immer so blitzt, kann ich euch übrigens nicht sagen. Ein bisschen strange. Aber egal, wir gehen jetzt zum Turm und schauen uns das Ganze mal an. Wir sollten ja jetzt reingehen können. Das war ein cooler Hack. Ja, einfach schön umgesetzt, finde ich. Dritte dann. Hä? Ach, da ist die dritte. Oh, ich habe die dritte nicht gesehen. Sorry, Leute. Die wollen nicht, dass wir da reinkommen. Ah, Devola. Und Popola. Ich glaube, so hieß er. We've been expecting you. The two of us will take things from here. You need to open the door to the tower. Devola? Obola? What are you doing here? Remember your promise?
What are you talking about? Come on, 9S. Hack in while you can. None of this makes any sense. We'll explain everything once we're inside. Wir haben irgendwas versprochen? Ich erinnere mich nicht dran. Okay, der Hack läuft sehr gut. Drei Viertel durch. Und wir sind durch. Dabei weiß ich noch gar nicht, was die gemacht haben. Das wäre jetzt ein bisschen intensiver, wenn ich die Vorgeschichte kennen würde, denke ich. Datenaufzeichnung für die Einheiten Devola und Popola entdeckt. Möchten Sie die Dateien jetzt öffnen? Ja, bitte. Ein staubiger Wind küsst meine Wangen. Vom Sand umgeben streben wir Schritt für Schritt voran. Aber wir sind ohne Ziel. Denn unsere Modelle Devola und Popola stecken voller Mängel. Aufzeichnung Übergänge in der Anfangsphase des Projekts. Als wir erstmals erwachten, gab es noch Leute. Sie hatten Fleisch, Egos, Emotionen, Seelen und sie gaben einen einzigen Befehl. Das Projekt Gestalt beobachten. Das ist der einzige Auftrag der Zwillingsmodelle Devola und Popola. Das ist der einzige Grund für unsere Existenz. Wir waren das Neueste vom Neuesten, auch wenn andere Modelle ihr Äußeres mit uns teilten. Unsere Augen haben gefunkelt vor einer Art Stolz darüber, dass man die Zukunft der Menschheit in unsere Hände gelegt hatte. Und ja, da war auch eine gewisse Besorgnis. Doch wir waren ein Paar. Wir verteilten die Last auf unsere Schultern. Und so wurden alle Bedenken wieder weggefegt. Jedem Paar war eine eigene Stadt als Beobachtungsbereich zugeteilt worden. Wir hatten den Befehl, die Replikanten eigenhändig anzuleiten. Alles um der gelobten Zeit willen, die eines Tages anbrechen sollte. Wir waren die einzigen, die zu einer solchen Aufgabe fähig waren. Schließlich waren wir Beobachter. Ah, pass auf. Devola stolpert und fällt in den weichen und doch gnadenlosen Sand.
Ich eile zu ihr und seufze erleichtert, weil sie nicht ernsthaft verletzt ist. Alles in Ordnung? Tut mir leid, Schwester, ich schätze, ich war einen Moment abwesend. Sie lächelt genau das schiefe Lächeln, das ich so gut kenne. Als sie zerstreut ihr Bein reibt, es ist eine Weiße in weiße Bandagen gewickelt. Dein Verband löst sich, komm, lass mich ihn wechseln. Schon gut, Popola, komm, wir müssen weitergehen, bevor es dunkel wird. Falls da Sand reinkommt, werden wir nirgendwo mehr hingehen. Also hör auf zu jammern und halte still, ich mache auch schnell. Devula grunzt und wendet sich ab. Ich betrachte das als Zustimmung. Schon bald rasten wir im Schatten eines nahen Felsen und ich löse den Verband. Felsens. Künstliche Haut, blutig und geschunden, kommt unter dem Verband zum Vorschein. Mit Blick auf Devulas kaum zu kontrollierenden Bewegungsapparat gehe ich zusätzlich von einer Beschädigung der darunterliegenden Schaltkreise aus. Ich atme tief durch und prüfe, ob die Schaltkreise reparabel sind, wechsle den Verband, das Beste hoffend. Wie erwartet sind die Verdrahtungen in den Nervenschaltkreisen beschädigt. Um sie zu ersetzen, sind neben neuen Konnektoren auch ein paar Werkzeuge notwendig. Beides nicht einfach zu finden in einer Wüste. Tut mir leid, Schwester, stammelt Devola. Wieder dieses schiefe Lächeln. Das macht mich jedes Mal fertig. Übrigens, sorry, wenn ich nicht der beste Vorleser bin, aber ich will es euch ein wenig einfacher machen, dass ihr nicht lesen müsst. Du musst dich nicht entschuldigen, entgegne ich. Du hast nichts falsch gemacht. Ruhig wechsle ich den Verband und versuche zu verbergen, wie besorgt ich bin. Ich wickle ihn so eng wie möglich, damit kein Sand hineingeraten kann. Mehr kann ich nicht tun, solange ich kein ordentliches Material habe. Angesichts des aktuellen Zustands werden wir wohl einiges davon benötigen. Tut mir leid, Schwester. Okay, jetzt entschuldigst du dich. Wir entschuldigen uns beide, während wir darauf bestehen, dass die Entschuldigung des jeweils anderen nicht nötig ist. Das ist irgendwie witzig, solch ein trivialer Austausch unter diesen Umständen. Wir lachen zusammen in die Wüste hinaus, wo sich der Schall im kühlen Abendwind verliert. Bericht bezüglich der Zunahme von Rückfällen. Es muss einen Weg geben, die Rückfälle zu verhindern. Devulas scharfe Stimme hallt durch unser Privatquartier. Du musst leise sein, Schwester, sonst hören dich die Replikanten. Selbst wenn sie mich hören könnten, würden sie mich nicht verstehen. Ich mag Stimmen, aber nichtsdestotrotz. Von meinem Zögern genervt, schlägt Devula ihre Beine übereinander und blickt finster drein. Die Runenpest hat ein weiteres Opfer gefordert, sagt sie. Schon das dritte diesen Monat. Sie breitet sich viel zu schnell aus. Und darum kümmert sich übrigens auch der Vorgänger um diese Runenpest. Was genau da passiert, wie das alles entsteht, etc. pp., das weiß ich nicht. Aber ich denke, ich werde das Spiel auf jeden Fall spielen. Lass uns abwarten und sehen, was passiert. Ich bin es leid, dass du das immer wieder sagst. Ihr Ausbruch lässt mich hochschrecken, nur ein kleines bisschen, aber ausreichend, dass sie es bemerkt. Als sie es sieht, sind ihre Augen plötzlich weit aufgerissen. Tut mir leid, Schwester, es ist nicht deine Schuld, ich hätte nicht so herausplatzen sollen. Schon gut, ich verstehe das ja. Alles läuft schief, du spürst es auch, nicht wahr? Als ich dem Projekt Gestalt zugeteilt wurde, bin ich fast geplatzt vor Stolz. Doch jetzt schmerzt es mich, wenn ich nur daran denke, wenn es scheitern sollte. Bevor wir uns versahen, hatten die Replikanten ein Selbstgefühl entwickelt und die Runenpest begann außer Kontrolle zu geraten. Die verbreitete sich schnell. So schnell. Wie der Wind. Popola und ich gingen zum Beobachtungsraum und ließen uns nichts anmerken. Wir taten gegenüber den Replikanten so, als sei die Welt völlig in Ordnung. Doch in der Nacht klammerten wir uns aneinander und teilten unser Entsetzen. Ich bin froh, dass du bei mir bist, murmelt Popola. Alleine wäre ich als Beobachterin nicht klargekommen. Wir haben es nur ausgehalten, weil wir uns haben, entgegne ich sanft. Haben die Menschen das kommen sehen? Haben sie deshalb ein Zwillingsmodell gebaut?
Waren sie wirklich so klug? Waren sie wirklich so grausam? Alleine hätte ich das nicht geschafft. Es hätte mich in den Wahnsinn getrieben. Eine solche Last hätte ich alleine einfach nicht tragen können. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, versuche ich, Kontakt mit einer anderen Stadt herzustellen, sagt sie. Vielleicht sind diese Anomalien ein lokales Phänomen. Ich bete darum, dass es so ist, antworte ich. Falls wir hier nichts ausrichten können, wird alles gut, wenn die anderen Beobachter durchkommen. Aber bei manchen Worten vertue ich mich leider noch so ein bisschen. Aber ich denke, es ist okay. Keine Sorge, es wird schon werden. Aber es war nicht gut. Nichts war gut. Und alles wegen eines Devola- und Popola-Paares aus einer anderen Stadt. Der Wind reibt sich an meinen Wangen. Der Sand schürft an meiner Haut. Okay, ist auch nicht die beste Übersetzung, ne? Das Sand. Es ist kalt geworden hier draußen. Wir haben ein neues Ziel und hoffen, die verlorene Zeit wieder gut machen zu können. Devola verliert hin und wieder das Gleichgewicht, nach einer Weile wird es schlimmer. Ich greife ihr unter den Arm, damit sie nicht erneut stürzt, wenn wir weitergehen. Ist dein Bein in Ordnung? Nun, ich bezweifle, dass ich allzu bald wieder tanzen kann, aber ja, ist schon okay. Sie lächelt, als sie das sagt, aber ich sehe ihr an, dass sie kaum noch kann. Und trotzdem lächelt sie in einem Fort. Hä? Okay, das ist komisch übersetzt. Nur damit ich mir keine Sorgen mache. Ich denke an ihre Beinverletzung durch unsere Verbündeten vom Widerstand. Ich war wütend. Mehr als das. Ich wollte schreien und weinen und mich daran verlieren. Doch dann lächelte sie und diese ganze Wut schwand einfach dahin. Unser Gesicht ist vollkommen gleich, doch unser Lächeln grundverschieden. Eines Tages begriff ich, wie sehr sie mich an die Märtyrer in den alten Aufzeichnungen erinnert. Das war der Tag, an dem wir beschlossen, unsere Stadt für immer zu verlassen. Aufzeichnung vom Ende von Projektgestalt. Unsere Aufgabe als Beobachter endete an dem Tag, als das Projektgestalt zusammenbrach. Und alles wegen eines Devola- und Popola-Paares aus einer anderen Stadt. Mit dem Verlust der ursprünglichen Gestalt war die Menschheit unabwendbar vom Untergang, dem Untergang geweiht. Vor diesem Hintergrund erfassten wir sämtliche Replikantendaten, die wir finden konnten, und schickten sie zur Mondoberfläche. Zwar war der Erfolg so unwahrscheinlich wie die erfolgreiche Suche nach der Nadel im Heuhaufen, dennoch mussten wir es versuchen. Wir mussten es weiter versuchen. Wir waren Androiden, unser Instinkt gebot uns, die Menschheit zu beschützen. Andere Androiden folgten demselben Antrieb, konzentrierten jedoch ihren Hass auf Devola und Popola-Modelle, die Menschheit auf dem Gewissen hatten. Es begann ganz klein, ein paar Bemerkungen am Rande, ein gelegentlicher Seitenblick, doch selbst die kleinsten Dinge haben Gewicht, zusammenbringen ausreichend viele davon schließlich einen riesigen Stein ins Rollen. Emotionen kochten über, Bemerkungen wurden zu Spott und schon bald waren meine Schwester und ich das perfekte Ziel für eine Hetzjagd. Anfangs nahmen wir einfach hin, dass unsere Freunde sich gegen uns gewendet hatten. Das ließ sich wohl nicht vermeiden. Immerhin sind wir Beobachter für das Projekt Gestalt gewesen. Wir selbst waren zwar nicht für das Scheitern verantwortlich, aber diejenigen, die es waren, nun, sie sahen genauso aus wie wir. Daher fügten wir uns, akzeptierten die Feindseligkeiten und den Groll und ertrugen sie. So verrückt es klingen mag, ich glaube, dass wir uns tatsächlich irgendwie verantwortlich fühlten. Wir zogen von Stadt zu Stadt, um der Verfolgung zu entkommen. Aber in einer dieser Städte hatte meine scheinbar unendliche Geduld doch ein Ende. Meine Schwester Devola war der grundlosen Gewalt eines Widerständlers ausgesetzt. Sie entgegnete etwas auf seine Stichelei, ganz leise. Und da ihre Worte missverständlich waren, hieb er ihr fast das Bein ab. Mein Blickfeld verengte sich, alles wurde rot und dann lächelte sie mich an. Ist schon gut, Schwester, da kann man nichts machen. Ich versuchte diese Schreibfehler da auch irgendwie rau wegzulassen. Aber es war schon zu spät, ich hatte meine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle. Bin einfach nicht stark genug, um dabei zuzusehen, wie der wichtigsten Person der Welt
ein Leid zugefügt wird. Devola und ich verließen die Stadt noch am selben Tag. Weitere Gewaltausbrüche wären unvermeidbar. Es würde wieder passieren. Und es würde nicht nur eine Person daran beteiligt sein. Anstatt uns von ihnen umbringen zu lassen, flohen wir. Ich schätze, mehr Widerstand hätte ich nicht aufbringen können. Dunkle Wolken ziehen auf und die Sonne verblasst. Wir setzen unseren Marsch fort. Kalte Windböen schütteln uns durch und rauben uns die letzte Körperwärme. Es riecht nach Regen. Wir setzen unseren Marsch fort. Manchmal hören wir in der Ferne Tiere heulen. Wir zucken jedes Mal zusammen, aber wir setzen unseren Marsch fort. Das ist auf jeden Fall besser, als weiter unter anderen Androiden leiden zu müssen. Warum müssen wir eine solche Hetzjagd ertragen? Ich weiß, wir sind modellgleich mit den Androiden, die den Untergang der Menschheit ausgelöst haben. Das ist mir klar, zumindest ein bisschen. Aber andererseits sind wir nicht sie. Wir sind nicht dieselben. Wir sind wir und die anderen Devlon Popula waren, wer sie waren. Dieses Gefühlschaos überkam mich, als Devola verletzt wurde. Ich wollte alle nur anbrüllen, ich wollte schreien. Für mich gibt es nur eine Devola. Und für sie gibt es nur mich. Niemand kann den Platz der jeweils anderen einnehmen. Regen fällt vom Himmel. Er reizt unsere Nervensensoren wie kalte Nadelstiche. Wir müssen dringend gewartet werden, aber das ist wohl pure Fantasterei. Kein Androide würde es wagen, Ausgestoßenen wie uns zu helfen. Ist dir kalt, Devola? Es geht mir gut, solange du bei mir bist, Schwester. Geht mir genauso. Wir drücken unsere Körper aneinander, um die Wärme zu erhalten. Jetzt ist es kalt. Das ist viel schlimmer als die sengende Mittagshitze. Aber wir lächeln uns an und drücken uns weiter. Am anderen Ende der Wüste gibt es noch ein Lager, ein neues Lager. Wenn wir es dorthin schaffen, kann ich endlich Devolas Bein in Ordnung bringen. Und doch fragte ich mich, ob es auf diesem Planeten jemanden gibt, der uns aufnimmt. Hey, was ist denn los? Nichts ist schon in Ordnung. Ich versuche die Angst in meiner Brust so gut wie möglich zu unterdrücken und gehe weiter. Der Regen wird schlimmer, er peitscht unaufhörlich auf uns herab. Ist das unsere Strafe? Ich strecke den Arm aus und stütze Devolas Körper. Solange sich unsere Körper gegenseitig schützen können, solange ich jemanden habe, der mein Schicksal mit mir teilt, werde ich weitermachen, was auch immer mit mir geschieht. Denn ich werde nie aufhören, sie zu beschützen. Ich werde nicht aufhören. Niemand hört auf. Denn dieses Schicksal wurde uns Zwillingsandroiden bestimmt. Gott, war das ein langer Text. Fuck. So, aber jetzt muss ich hier an der Stelle mal einen Cut machen, meine Lieben. Das war ziemlich krass und ich muss jetzt unbedingt was trinken. Und ja, auch krass überzogene Folge. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und in der nächsten Folge werden wir dann weitermachen. Und ja, wenn es gefallen hat, Däumchen nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.